Hallöchen und Fing. Und willkommen zu einer weiteren Runde Pokémon Go. Heute, wie ihr seht, schon etwas kürzer. Und heute habe ich wieder ein bisschen den Deich nochmal im Hintergrund. Diesmal ein Stück aus ein bisschen andere Sicht, weil ich jetzt das Spiel einfach mal auf die linke Seite gepackt habe. Natürlich synchronisiere ich das Ganze nach. Im Hintergrund läuft jetzt gerade, wie ihr seht, ein Arena-Kampf, den ich gemacht habe. Ich habe da ein paar Arena-Kämpfe, ein paar Sachen habe ich ein bisschen, ne, da gehe ich auch ein bisschen drauf ein in diesem Video, quatsche ein bisschen drüber. Allerdings möchte ich auch nochmal über das Pokémon Go-Update, was gestern rauskam, quatschen. Da gab es einige, ein bisschen teilweise Hate in den Kommentaren. Ich hätte mich ja nicht informiert oder das wäre totaler Bullshit, was ich labe und so weiter und so fort. Aber Leute, nein. Unter anderem wurde halt gesagt, ja, die haben das in der Nähe rausgenommen, damit das mit Pokevision und so nicht mehr funktioniert. Das ist totaler Quatsch. Pokevision würde nämlich weiterhin funktionieren. Das in der Nähe, das hat die ganze Zeit nicht funktioniert, weil das wohl irgendwie, da gibt es wohl einen Fehler und deswegen wurden dauerhaft immer 3 Fußstapfen angezeigt. Und ja. Statt 3 Fußstapfen anzuzeigen, haben sie die jetzt halt komplett rausgenommen, weil die Funktion halt an sich, das mit den Fußstapfen halt sowieso nicht ging. Das mit den Fußstapfen hat nichts mit Pokevision zu tun. Pokevision würde immer noch funktionieren. Es würde weiterhin gehen, da gäbe es keine Probleme. Das liegt nicht, wie gesagt, an den Fußstapfen. So, und ich finde es halt ein bisschen blöd, dass die Entwickler hingegangen sind und die Fußstapfen rausgenommen haben, statt dem Fix, der bereits existiert von der Community. Klar, ist logisch, die können den Fix nicht einfach so übernehmen, das können sie nicht einfach copy-pasten, dürfen sie nicht, können sie nicht, machen sie nicht. Kann ich verstehen, würde ich auch nicht. Allerdings können die halt hingehen und haben sehen, wo vielleicht, ne, der Fix da ist. Gut, ich weiß jetzt nicht, was da abgeht, wieso, weshalb, warum, aber ich verstehe es halt nicht, warum sie nicht hingehen und einen Fix einbauen und stattdessen hingehen und die Fußstapfen rausnehmen. So, und das auch, dass es heißt, dass es jetzt die Poké-Server down sind am nächsten Tag, um großes Update einzuspielen, weil dann alles neu kommt, das ist auch totaler Quatsch. Keine Ahnung, wo ihr das her habt. Das haben auch einige geschrieben, aber bis jetzt ist immer auch, die Poké-Server sind immer noch online. Es geht einmal voran, es gab immer noch kein Update. Und das macht auch gar keinen Sinn, dass sie einen Tag ein Update bringen und am nächsten Tag noch ein. Das ist, so einfach ist das gar nicht. Vor allem, weil es halt eine App ist und dann gibt es nur Apple, das jedes Mal prüfen und allen drum und dran. Das ist gar nicht so einfach, wie manche sich das vorstellen. Viele schreiben auch, sie finden es gut, dass Pokevision down ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich auch gestern im Video angesprochen habe, ich finde es sehr kacke. Ich finde es sehr kacke, dass es down ist. Ich hätte es gut gefunden, wenn sie die Pokevision dann down machen, wenn sie den Service einstellen, wenn die hingehen das, und das mit den Fußstapfen wieder vernünftig funktioniert. Beziehungsweise die wollten ja hingehen und Pfeile einbauen, dass man sieht, wo man ungefähr hinlaufen muss. Das hätte ich ganz cool gefunden, aber das haben sie jetzt auch noch nicht. Und ich hätte halt gut gefunden, dass man wenigstens noch Pokevision hat so lange. Weil ehrlich gesagt, ich habe da mega viel Spaß dran gehabt, einfach durch die Gegend, ne, zu sehen, oh geil, da ist ein seltenes Pokémon, zack, hin, da sind wir da hingefahren und so. Das hat für mich mega Spaß gemacht. Ihr seht gerade die Arena, die habe ich besiegt, locker easy. Übrigens, Arenen kann man auch mit mehreren Leuten zusammen einnehmen. Ich habe da jetzt ein starkes Pokémon reingesetzt. Jetzt gerade schlüpfen Ei und ohne Scheiß, ich habe einen Pantymos aus dem Ei gekriegt. Ich habe mich so gefreut. Ich habe einfach einen Pantymos aus einem Ei gekriegt. Das heißt, ich habe jetzt 2 Pantymos. Ne? Einmal das, was ich gefangen habe, ne? Wenn ihr es nicht kennt, unter der Beschreibung findet ihr den Link dazu. War richtig geil. Und danach ist mir noch ein Tentoxa vor die Füße gelandet. Oh, vielen Dank, Handy Sound. Da ist mir dann ein Tentoxa vor die Füße gelandet und ich dachte, ich werde nicht mehr. Und das wollte ich unbedingt fangen, weil das erste Tentoxa, was ich, was mir begegnet ist, naja, wie erkläre ich das? Das, ist mir geflüchtet. Das war auch über 1000 gewesen. Aber das hier haben wir safe. Mega geil, habe ich mich drüber gefreut über das Tentoxa. So, auf jeden Fall hat mir das halt, wie gesagt, mega viel Spaß gemacht, einfach durch die Gegend zu fahren, zu sehen, boah, geil, das ist ein Pokémon hin, da schnappen wir uns das. Das war halt mega chillig und den Punkt haben sie jetzt halt komplett genommen. Die haben in dem Patch unter anderem dann auch noch, viele Pokémon angepasst. Vor allem haben sie Aquana genervt, weil Aquana, die war mega OP. Die war mega OP. Die haben sie jetzt ein bisschen schwächer gemacht, habe ich auch gemerkt, als ich gestern mit der kämpfen wollte. Also die war wirklich mega OP. Ich habe alle Arenen, habe ich damit ohne Probleme geklärt. Meine Aquana ist ja 1500. Das war locker easy. Jetzt habe ich auch noch einen Lammus, wie ihr da seht. Habe meinen Fleckmon weiterentwickelt. Auch mega cool, habe ich jetzt auch endlich mal eins. Und ich bin relativ weit inzwischen. Ich habe jetzt noch 1, 2 Videos auf Lager. Ich muss gucken, was für Aufnahmen ich davon nehme, weil manche Aufnahmen, die gefallen mir halt nicht. Dann nehme ich die doch nicht und überspringe in dem Sinne eine Folge oder ein komplettes Video, was ich gedreht habe von Pokémon Go, schmeiße ich komplett weg. Passiert halt mal, weil, ne, ich möchte euch halt versuchen, auch mit dem Ganzen zu unterhalten und nicht irgendwie mal Scheiße zu bringen, den keinen interessiert. Das, ne, das, da möchte ich gucken, wie es halt, wie ich es hinkriege. Hier habe ich jetzt ein Macholo, das ist mir direkt vor der Nase gespawnt. Fand ich auch mega chillig, fand ich mega cool, dass es da war. Und gleich zum Ende des Videos ein bisschen auch was gucken, ohne Scheiß. Ey, mega. Guckt's euch gleich an, da kommt gleich, kommt gleich, kommt gleich. Ja, was haben sie noch gepatcht? Die haben halt die Arenen, die Animationen haben ein bisschen angepackt. Die Texte, der Text an sich ist jetzt ein bisschen dicker. Das, was ihr im Video seht, ist noch nicht geupdatet. Das ist noch alt, das ist vor dem Update alles. Ich habe auch noch keine Videos nach dem Update.
Wem haben die halt auch die Schriftart angepasst und viele weitere Sachen und halt auch die Icons habe ich ja gestern im Video gezeigt. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Da habe ich übrigens ein mega geiles Ratzfass aus dem Ei bekommen, habe ich mich gefreut. Und den ihr da gerade im Hintergrund laufen sieht, das ist der Danny. Das bin nicht ich. Einige haben angenommen, das bin ich. Nein, das ist der Danny. Wir waren am Deich, der hat da ein bisschen geguckt, ob man da überhaupt raufgehen kann. Das sind so komische Sandsäcke, die da im Wasser gelegt wurden. Keine Ahnung, wozu, wieso, weshalb, warum. Wenn ihr das wisst, wenn ihr aus Bremerhaven kommt und wenn ihr wisst, warum die Dinger da sind, schreibt es mir in die Kommentare, würde mich interessieren. Auf jeden Fall kann man darauf rumlaufen und war ganz lustig. Ich war mit Danny eine halbe Stunde am Deich gewesen und wir haben eigentlich mega viel Spaß gehabt. War auf jeden Fall, kommt man mal machen, war ganz chillig. So, ja, nehmen wir gerade die nächste Arena ein. Das ist eine blaue Arena. Und dann muss ich euch eine Geschichte erzählen, was mir gestern passiert ist. Gestern sind wir halt wieder unterwegs gewesen mit meinem kleinen Cousin, mit dem seiner Freundin, mit Daddy sind wir unterwegs gewesen, zu viert. Und dann war da eine blaue Arena gewesen an so einer Kirche und da waren nur 500er Pokémon drin, zwei Stück. Und dann sind Daddy und ich hingegangen, haben die platt gemacht, wollten gerade untere Pokémon reinsetzen und auf einmal war da schon wieder Pokémon drin. Da saßen nämlich welche direkt an dieser Arena und haben immer, wenn wir die kaputt gemacht haben, haben die sofort neue Pokémon reingesetzt, damit wir die Arena nicht bekommen können. Sondern wir haben fünf oder sechs Mal die Arena besiegt, dann haben wir irgendwann eine Taktik gehabt. Das eine hat gewartet, bis der andere die Arena geklärt hat und dann sind wir ganz schnell rein. Und dann haben wir Fenster runter gemacht, geschrien Team Rot und sind abgedüst. Das war mega cool. Auch diese Arena haben wir geklärt und Leute, jetzt kommt was. Das müsst ihr euch angucken. Mega, mega witzige Aktion. Da war ich nämlich abends unterwegs bei mir in der Stadt ein bisschen rumgelaufen alleine und hab Pokémon gefangen. Guckt euch an. Boah Leute, ohne Scheiß, ne? Es ist 10 vor 4 morgens. Ich bin heute ein bisschen zu Fuß unterwegs durch meinen Stadtteil und habe gerade gesehen, hier ist was bei mir in der Nähe. Ein Schlupp. Und da bin ich gerade auf dem Weg hin. Ich habe geguckt, wo das grob ist. Ich habe gerade voll den Herzinfarkt gekriegt, weil neben mir einfach ein fucking Marder so eine Dachziegel runtergeworfen hat. Alter, Herzinfarkt. Guck mal, da haben sie doch für mich entdeckt. Genau hier auf der Ecke. Es ist gespawnt, guck das her. Da hab ich so welche Dinge zu extra hergefahren, ich glaub's nicht. Da sind extra welche hergefahren, um sich zu gönnen. Ich krieg mich nicht ein. Na, jetzt beste Aktion. Die sind die extra hergefahren, ey. Ja, ja, ihr Schummler, ihr habt auch auf Pokevision geguckt. Nicht im Ernst. Warum kann ich das nicht fangen? Komm her jetzt. Ich krieg es einfach nicht. Pokestop ist im Weg. Ich bin jetzt. Jetzt hab ich's. Komm schon. Alter, guckt euch diese Riesenzunge an, ey, leck mir am Arsch. Moment. Die gönnen sich auch, ey. Die gönnen sich auch. Ich krieg guckt euch diese Zunge an, ey. Komm schon, First Try, komm schon. Krieg einen Kurzreiz. Ja, und dann habe ich noch ein Ei aufgemacht. Aus dem Ei kam dann ein wunderschönes Ponitas. Habe ich mir auch drüber gefreut. Ja, Leute, wir sind am Ende des Videos angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da oben da. Schreibt in die Kommentare, worauf ihr Bock habt, so ein bisschen mehr kommentiert oder eher so ein bisschen mehr Vlog-Style oder vielleicht sogar ein gemischtes, dass ich so ein bisschen, wie ich es letztes Mal auch gemacht habe, dass ich so ein bisschen Vlog-mäßig habe und ein bisschen gelabert zwischendurch. Schreibt aber in die Kommentare, wie ihr da Bock drauf habt und lasst ein Däumchen nach oben da, wenn ihr mehr Bock auf Pokémon Go habt. Ich guck mal, wie ich jetzt die nächsten Videos so mache und dann würde ich sagen, Leute, danke fürs Zuschauen, ne? Haut da rein. Schaut auf jeden Fall in der Beschreibung vorbei, da findet ihr ein Video, wo ich Pantymos gefangen habe und dann würde ich sagen, bis dann, haut da rein. Tschüss!